Sie kommen in Massen, chinesische Touristen, und wollen alle nur das eine, ein Foto. Von Hallstatt in Österreich und natürlich von sich, also vor allem von sich in Hallstatt. Das kleine Dorf im Salzkammergut hat es ihnen angetan. Reisegruppen kommen, sehen und knipsen. Zugegeben, schön ist es ja, aber warum nur? Wir haben im Internet gesehen, dass das hier unter den Top 3 der schönsten Städte der Welt ist. Die Berge, der Fluss, alleine die Häuser. Diese Schönheit, die Blumen, das mag ich am allermeisten. Wir wollen uns hier einen Traum erfüllen, weil es so hübsch ist. Bis zu 7000 chinesische Gäste drängen sich pro Tag und sie alle bleiben nur ganz kurz, eben für das eine oder andere Bild. Das verärgert so einige in Hallstatt, wo gerade mal rund 800 Menschen leben. Die haben weder die Zeit, einen Kaffee zu trinken, noch haben sie die Zeit, ein Souvenir zu kaufen. Die gehen einfach durch und machen 100 Fotos und werden dann wieder in den Bus verfrachtet und in den nächsten Ort gebracht. Oh. Ich kann nicht einmal zu Fuß durchgehen, weil ich werde von allen Seiten geschupft. Mit dem Radl, mit dem Fahrrad ist es richtig gefährlich. Bekannt ist Hallstatt vor allem, weil es dieses Dorf auch in China gibt. 2012 eröffnet, nahe der Stadt Guangzhou im Süden des Landes. Der Klon heißt auch Hallstatt und ist ein beliebtes Ziel für einen Tagesausflug. Für Chinesen, die sich die teure Reise nach Österreich ersparen wollen. Und auch hier geht es ums Posieren und Fotografieren. Das Original in Österreich bleibt aber gerade wegen seiner Kulisse und Authentizität schwer zu imitieren und wird wohl auch in Zukunft weiter viele Chinesen anziehen. 1 Million könnten es in diesem Jahr werden. Viel zu viel für die Hallstätter. Deshalb wird schon über eine Obergrenze nachgedacht. Warnschilder gibt es schon. Man möge die Menschen respektieren, die hier leben. Grundsätzlich sind Touristen durchaus willkommen in Hallstatt. Nur eben nicht so viele zur selben Zeit. Ein neues Verkehrskonzept soll es möglich machen. Dass man vielleicht auch Busbeschränkungen macht. Ja. Nur angemeldete Busse dürfen kommen, eine gewisse Zahl, dass man die limitiert. Oh, wie schön ist Oberösterreich. Und oh, wie schade, mag manch einer in Hallstatt heimlich hinzufügen, dass sich das bis nach China herumgesprochen hat.